MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Yodas größter Fehler überhaupt. Viele würden jetzt womöglich mit der Order 66 kommen und dass er die Gefahr nicht spürte, doch es waren so ziemlich alle Jedi verblendet und das hätte er nicht so einfach vermeiden können. Ich bin der Meinung, es gibt noch einen Fehler, den Yoda gemacht hat, bei dem das Ganze aber schon anders aussieht. Gegen Ende von Episode 6 musste Luke all seinen Mut aufbringen und über sich hinauswachsen, indem er auf Darth Vader und Darth Sidious trifft, um die Galaxis vor ihnen zu bewahren. Er hat sich gut vorbereitet und so schaffte er es tatsächlich, seinen mächtigen Vater Darth Vader zu besiegen, doch nur mit Hilfe der dunklen Seite, was er daraufhin realisiert und somit sein Lichtschwert wegwirft und sich dem Imperator widersetzt. Sidious merkt nun, dass Luke nicht mehr zu bekehren ist, denn er hat sich voll und ganz dem Jedi-Orden hingegeben. Und so denkt er sich, ach, drauf geschissen, dann brutzeln wir den Boy mal ordentlich durch. Und er will ganz und gar nicht kurz im Prozess machen, sondern Luke leiden lassen, indem er ihn mit den Machtblitzen nicht direkt tötet und ihn somit die Konsequenzen seiner Entscheidung spüren lässt. Das Entscheidende hierbei ist jetzt der Roman zur Rückkehr der Jedi-Ritter, wobei dieser Stelle nämlich klar wird, dass Luke von der Existenz solcher Machtblitze gar nicht Bescheid wusste. Was diese Stelle, wo er so gechillt seine Waffe wegwirft, einfach ein wenig verständlicher macht. Doch die Frage ist jetzt, wieso hat Yoda seinem Schüler nichts von dieser Machtfähigkeit erzählt? Er wusste ganz genau, dass diese so ziemlich die stärkste Waffe des Imperators war. Zunächst hatte Yoda einfach nicht mehr die Zeit dazu, Luke ist einfach so vorzeitig verschwunden, um mit den Rebellen zu kämpfen, da er sie nicht im Stich lassen wollte. Nach einigen Jahren kam er dann zurück, doch dann war es zu spät. Yoda lag im Sterben und nutzte die Zeit lieber dazu, um ihn zu verraten, dass sein Vater in Wahrheit wirklich Darth Vader ist. Und hier gibt es jetzt einige Annahmen, warum Yoda ihm zuvor nichts gesagt hatte. Er glaubte nicht, dass er auf Vader und Sidious gleichzeitig treffen wird. Yoda nahm an, dass Luke gar nicht erst zu Sidious kommen wird und er eine Begegnung mit Darth Vader nicht überleben würde. Ebenso wenig glaubte er tatsächlich nicht, dass Darth Vader nach all den Jahrzehnten noch zum Licht zurückkehren würde. Er wusste einfach, dass Lukes Fähigkeiten selbst nach all dem Training einfach nicht ausreichten, um gegen Darth Sidious anzutreten. Die Order 66 und die Abstinenz der Jedi dadurch sorgten dafür, dass selbst Yoda den Glauben an den Jedi-Orden und somit auch an Luke verlor. Und das war meiner Meinung nach einfach ein sehr großer Fehler Yodas insofern, als dass es nicht viel gekostet hätte, Luke zu informieren. Im Vergleich zum Beispiel zu Order 66, wo Yoda halt wie die anderen Jedi komplett verblendet war und das eben nicht so einfach war. Und es ist ja nicht nur die Tatsache, dass er Luke diese Information nicht mitteilte, sondern jenes heißt ja irgendwie gleichzeitig, dass er gewissermaßen den Glauben und die Hoffnung aufgab, was halt schon zeigte, dass auch Yoda nicht der perfekte Lehrer und Meister war. Oder Yoda ist insgeheim einfach ein Sadist gewesen und wollte, dass Luke gefoltert wird. Aber was denkt ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Was war der Grund, warum Yoda Luke nie von den Machtblitzen erzählte und Luke somit vollkommen unwissend auf Sidious traf, der ihm dann eine nette Überraschung bescherte? Ansonsten, wenn ihr den Kanal und sein Fortlaufen supporten wollt und dabei gleichzeitig beim Zocken eine Riesenmenge sparen wollt, dann checkt gerne den MMOGA-Link ab, wo ihr extrem günstig Spiele und Zubehör bekommt. Ich habe sogar noch einen Rabattlink oben drauf gepackt, ist aber auch schon so ein Schnäppchen. Also checkt's ab, haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.